Es ist deine Logik. Ich kann nicht oft genug sagen, wenn du in einen Computer ein Programm reinmachst, dann ist dieses Programm die Logik von dem Computer. Und dieses Programm mit seinen Daten erzeugt die Bilder. Und du bist jetzt als Geist dieser symbolische Computer und den Intellekt, den du zum Denken benutzt, wir können mal vereinfacht sagen, dein Glaube, dein Fürwahrhalten, verwirklicht die Vorstellungen, die Bilder auf deinem Bildschirm in deinem roten Kopf. Wieso spürst du das jetzt nicht? Übrigens, der Redo, es muss alles in dir drin sein, weil du sagst, ich bin ja nicht der Redo. Das ist eine eigenartige Trennung. Wenn die Diana schmerzt hat, spürst du das auch nicht. Wie sieht es aus, wenn du an deinen jetzigen Körper denkst? Dann plötzlich realisiert sich so wie der von dir ausgedachte Körper, wo du sagst, es ist mein Körper. Ich könnte jetzt wieder sagen, es ist mein Zahn, das ist mein Rücken, das ist meine Hüfte. Und dort du glaubst, dass das deins ist, dass du das bist. Sobald du an den Körper denkst, realisiert sich der Körper und zwangsläufig auch der Schmerz. Ich erkläre dir nur das Prinzip. Ich sage immer wieder, ich erkläre dir, was du bist und wie du funktionierst. Und wenn du die Reife hast, dann wirst du das zu nutzen wissen für dich. Was du als erstes feststellst, dass du es nicht haben wollen, kriegst du es nicht los. Da kannst du strampeln, so viel du willst. Weg ist was, wenn du es nicht mehr denkst. Und jetzt auch ein ganz wichtiger Satz. Solange du irgendetwas nicht haben willst, denkst du an das, was du nicht haben willst. Solange du irgendwas bekämpfst oder vor irgendwas Angst hast, denkst du an das, wo du Angst davor hast und denkst du an das, was du nicht haben willst, weil du es bekriegst. So viel zum Thema, wir demonstrieren für irgendeine Sache. Und dann hofft man, dass man irgendwann in der Zukunft das einmal weggeht. Vergiss es.